Den Trey Street Deuces gehören die Körbe. Die Nortenios haben die Tribüne und die Woods haben die Gewichte. Den Wärtern gehört der Rest. Ich sag dir, die Wärter sind die fieseste Gang in diesem Bau hier. Nur, dass die natürlich das Glück haben, hier im Dienst zu sein. Und der Katzenliebhaber? Er würde es abstreiten, aber das ist D.B. Cooper, vor 30 Jahren mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug gehüpft, mit $1,5 Millionen. Bu ortalılar basketbol maydançasına yerleşken, lotalar sport arenası özlerini kosat şiyaptı. Oktalılar argam çöçü şiyaptı. Soğukçılar ise Jim. Ayet yapman ki bu yerdeki soğukçılar en iflası. Biz bilen onların ortasındaki yegane fark, kökrekteki yazı. Ana bu hayvan sevar kim? Bu tan olmaydı, lekin D.B. Cooper. 30 yıl oldun $1,5 million nakt pul bilen. Der wirkt doch ganz lieb. Wir doch auch. Na, wie läuft's, Wholesale? Alles okay? Könnte gar nicht besser klagen. Schön. Seit wann stehst du auf Frischlänge? Der ist bei mir eingezogen. Ah. Wholesale ist total vernetzt mit dem Knastladen hier. Egal, was du willst, er kann's dir besorgen. Wenn du das weiter so rumposaunst, hast du ein echtes Problem. Du könntest nicht mal einer Fliege was antun, die dich völlig abnervt. Und du willst mir drohen? Ich habe schon ganz andere Typen fertig gemacht. Nein, alles, was du kannst, ist labern, Bu taraf unchalik mos emas. Kimligi mos ekan? Ey, ishlar qalay? Olib sotar. Ahmoq. Nega bu bola bilan cho'zilishib yuribsan? Bu meni yangi kameradoshim. Giyohfurush hammasini egallagan. Biror nima kerak bo'lsa, topib beradi. Ishimni ovoza qilishga ustasan, qasam ichamanki, teringni shilib olaman. Hech nima qila olmaysan. Nima deyapsan? Ahmoq, yegin kelyaptimi? Ich suche nach jemandem. Nach einem Lincoln Burroughs. Von dem solltest du dich lieber fernhalten. Ja, warum das denn? Weil es total riskant wäre, diesem Typen hier zu begegnen. Schneeflöckchen. Wo finde ich ihn? Bu yerda bir odamni qidiryapman. Lincoln Burroughs degan yigitni. Lincolnmi? Uni bu yerda endi shunday atashyaptimi? Ha, u sendakalarni gazak qiladi. Dumbul. Uni qayerdan topsam bo'ladi? Er hat den Bruder der Vizepräsidentin umgebracht. In einem Monat wird er gegrillt. Und deshalb ist hier niemand gefährlicher als dieser Typ. Denn er hat ja nichts mehr zu verlieren. Die können ihn ja nicht zweimal hinrichten. Und wie komme ich zu ihm? Gar nicht, aber er kommt hin und wieder zum Gottesdienst und zur PI raus. PI? Was ist das? Prison Industry. Das ist so eine Art Knastfabrik. Da wird gemalert, Holz verarbeitet, irgendwas gebaut, du weißt schon. Das kannst du für dich aber gleich vergessen. Denn da kommst du niemals rein. Wieso nicht? Da hat John Abruzzi das Sagen. Der Mafia John Abruzzi. Ja, der Mafia John Abruzzi. Wieso willst du unbedingt zu diesem Burroughs? Weil er mein Bruder ist. Yigit vitse-prezidentning ukasini o'ldirgan. Bir oydan keyin uni elektrostulga o'tkazishadi. Yo'qota degan narsasi yo'q. Uni nima ham qilishardi? Ikki marta o'ldirish olmaydi-ku. U bilan qanday uchrashsam bo'ladi? Unga o'xshagan yigitlarni faqat QI ga olib chiqishadi. QI? Nima u? Qamoq ishi. O'zini yaxshi tutgan yigitlarga ish berishadi. Bo'yash, matras qoqish, shunga o'xshashmaydi ishlar. Seni o'rningda bo'lsam juda berilmasdim, Dumbul. Sen QIga o'tolmaysan. Nega endi? Chunki bularning hammasini Jon Abruzzi boshqaradi. Jon Abruzzi, Jon Abruzzi. Jon Abruzzi, Jon Abruzzi. Bir roz bilan uchrashganimcha ishtiyoqim tushib qoldi. Chunki u meni akam.